Meine Damen und Herren, ja, mit der üblichen Verspätung, ne, für alle anwesenden Akademiker, Uwe, fangen wir um Viertel vor an. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Ausstellungseröffnung. Herzlich willkommen. Der Titel lautet, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Surveilling Morse Code. Der eine oder andere hat es schon blinken sehen, bei Nacht. Und es ist mir eine besondere Freude, dass wir natürlich auch die Künstlerin heute wieder hier haben, Frau Clara Hopser. Sie ist bereits seit einigen Tagen in Wahl, natürlich, weil die Installation vorbereitet werden musste, die Ausstellung musste vorbereitet werden. Und sie ist eine Künstlerin mit Wurzeln in Tschechien und in Deutschland und ein Stück weit auch in den USA, habe ich mal gehört im Vorgespräch. Aber dieses Amerikanische, das merkt man ihr überhaupt nicht an. Sie spricht also absolut dialektfrei. Freut uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Frau Hopser. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen hoffe ich, dass Sie mich trotzdem gut verstehen. Es gab ja heute Morgen schon eine schöne Ausstellungseröffnung im Malkasten bei den Hobbykünstlern oder Amateuren, kann man vielleicht sagen. Und das hat jetzt schon eine ganz kleine Tradition bekommen, dass man die Ausstellung zunächst dort in Brassert eröffnet und durchführt. Dann hat man die Möglichkeit, mit einem Bustransfer hierher zu kommen und hier dann eine Ausstellungseröffnung zu erleben. Und ich freue mich, dass der eine oder andere dann tatsächlich gekommen ist und bei der Ausstellung jetzt hier besucht. Das ist sicherlich auch mal ein ganz interessanter Eindruck. Ja, bis über die Grenze des Möglichen zu gehen, meine Damen und Herren, etwas schier Unmögliches und deswegen Absurdes zu versuchen, das ist die künstlerische Methode von Clara Hopser. Habe ich nicht selbst gewusst, sondern das hat man mir so notiert. Dazu wird Georg Elben, natürlich unser Museumsleiter, später viel intensiver zu ausführen können und viel fachkundiger. Der Titel der heutigen Ausstellung bezieht sich auf ein Kunstwerk, was im Höhen der beiden Rathaustürme aufgebaut ist. Aus einem Büro im obersten Stockwerk sind nach Einbruch der Dunkelheit wieder Lichtzeichen zu sehen, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen, die in einem Morsecode verschlüsselt, ja, eine von der Künstlerin erfundene, aber an der Realität orientierte Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte, absolut spannend, über kommunale Finanzen, über Schulden und persönliche Schicksale. Also dieses Los der Stadt Mahl wird in die Nacht hinein erzählt und ich weiß nicht, wie weit man es sehen kann, möglicherweise auch aus den anderen Städten heraus, also wenn man vielleicht auf der Halle Ohlwart steht, dann müsste man es eigentlich sehen können. Aber den Herrn geht es ja auch nicht besser. Und ich bin gebeten worden, das ist eine ungewöhnliche Bitte eigentlich, dass ich in diesem Zusammenhang dann tatsächlich auch nochmal etwas über die Finanzen der Stadt Mahl sage, weil die Vermutung wahrscheinlich die war, dass auch eben viele außerhalb Mahls in diese Ausstellung kommen, in die Eröffnung und vielleicht nicht so ganz damit vertraut sind. Also wir haben nach 20 Jahren Nothaushalt wieder eine realistische Perspektive hier in Mahl, unseren Haushalt mittelfristig auszugleichen und langfristig die Schulden abzubauen, die sich aufgrund der besonderen Bedingungen hier bei uns in der Region bei uns angehäuft haben. Der Rat der Stadt Mahl hat mit sehr großer Mehrheit im vergangenen Jahr im Rahmen des sogenannten Stärkungspaktgesetzes Nordrhein-Westfalen erstmals einen Haushaltssanierungsplan verabschiedet, der wirkt bis 2021, also quasi 10 Jahre in die Zukunft. Er ist genehmigt worden von der Kommunalaufsicht in Recklinghausen und vor allen Dingen in Münster. Und damit haben wir uns die Möglichkeit bewahrt, weiterhin selbst über unsere Belange hier in der kommunalen Gemeinschaft zu entscheiden, Zukunft unserer Stadt zu gestalten und eben nicht über einen sogenannten Sparkommissar, der es vielleicht an unserer Stelle machen würde. Liebe Kunstfreunde und Kunstfreundinnen, wir werden versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeit auch künftig, ja, unserem Skulpturmuseum, aber auch allen anderen Kultureinrichtungen mal eine gute Zukunft zu geben. Das ist vielmals nur möglich, weil viele Kunstfreunde, wie hier auch, uns dabei unterstützen. Also alle Kultureinrichtungen in Mahl verfügen über Fördervereine oder Freundesvereine. Und so ist es ja auch hier. Hier gibt es den Freundeskreis Haberkopf, der Vorsitzende ist da, Oliver Zlin. Und er hat einen
vorbildliches, ein vorzügliches Engagement in all den Jahren gezeigt, dieser Förderverein. Manchmal kommt er in der Betrachtung des einen oder anderen Ratsmitgliedes nicht so gut weg. Ich weiß gar nicht warum. Möglicherweise liegt es daran, dass genau die, die es nicht so genau wissen, hier bei den Ausstellungseröffnungen immer fehlen, nie da sind und sich vielleicht auch der Chance berauben, einfach mal zu sehen, was leistet so ein Förderverein für so ein Ensemble, wie wir es hier haben. Zwei Sätze noch, die sehr aufgeregt in den letzten Tagen diskutiert wurden. Der Rat hat noch einmal mit klarer Mehrheit sich positioniert, eben Kunstwerke nicht zu verkaufen, um den städtischen Haushalt zu sanieren oder möglicherweise Koppelgeschäfte zu initiieren. Mit großer Mehrheit ist dies entschieden worden. Ich sage das einfach, weil viele diese Diskussion falsch mitbekommen haben und in der Tat glauben oder befürchten, müssen wir damit rechnen, dass wir einen Ausverkauf wichtiger und wertvoller Kunstgegenstände befürchten müssen. Nein, das ist so. Der Rat hat das mit klarer Mehrheit beschlossen. Dieses ist so entschieden und wir werden die Kunstwerke behalten, die wir hier haben, die wichtigen. Es gibt immer wieder mal den einen oder anderen Tausch, das kennen wir aus der Vergangenheit, du weißt das auch, Herr Rinn weiß das auch, aber der Verkauf ist ausgeschlossen. Jetzt darfst du auch klatschen, Uwe.